Das eine Ende ist nicht mal mehr in der Render-Distanz. Ich dachte ja immer schon, Destiny baut groß, ne? Aber wenn sogar Destiny sowas sagt, oh Leute, guck mal, der Bot erinnert ans Trinken. Prost! Gönnt euch einen Schluck Wasser oder was auch immer ihr trinkt. Ich hab Wasser hier. Guten Durst. Wenn der Bot mal arbeitet, dann sollte man das ja auch mal wertschätzen und trinken. Was baue ich hier jetzt? Habe ich jetzt das Richtige ausgewählt? Nein, natürlich nicht. Zauberei. Oh, ich habe Holz vergessen. Dann brauchen wir erstmal den. Den können wir nämlich. Oh nein, das wollte ich nicht. Warum gehört die denn? So? Ach, einfach mal hingeklatscht. Damit euer Baumonk auch getriggert wird. Also das Laden der Strukturen bei mir ist bei ihm deutlich mehr. Und ja, man sieht seine Base aufgrund Laden bzw. nicht Laden nicht so richtig. Zumindest nicht in einem Stück. Ja. Hab Holz vergessen. Wahrscheinlich wäre es jetzt schneller gewesen, da vorne mal eben zwei Bäume umzunieten, anstatt jetzt so überladen zurückzulaufen. Aber jetzt bin ich da. So 20 reichen nicht. Ich glaube, 60 brauchte ich. Und nehme 400 mit. Juhu. Jetzt können wir auch das andere bauen. Das war... Öff. So, den haben wir. Golem Werkbank. Ist blöd, wenn ich immer die Steuerung-Taste gedrückt halte, weil ich schnell laufen will und dann mein Rädchen hier scrolle. Du musst immer rennen, sonst verdurstest du. Beim Leveln kannst du genug Punkte... Ja, genau. Da arbeite ich gerade darauf hin, dass ich diesen Perk freischalten kann. Aber dauert noch einen Moment. Wobei, ich bin vorhin gelevelt. Vielleicht können wir das jetzt ja gleich mal machen. Dann hätte ich das auch schon mal erledigt. So, das kommt hier hin. Zack. Dann haben wir mal einen Blick hier rein. Man sieht nichts. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Rezept belebter Wächter. Du bist überlastet. Ah, da muss man die Dinger hier reinklatschen. Moment, was habe ich denn noch so? Ihr habt nur Level 60 auf dem Server. Ich glaube, Level 60 war ja auch das, was Conan, also das Grundspiel ohne Mods und so von Level hergibt, ne? Als Max-Level. Da muss man ja echt dann auch immer schon überlegen, wie man skillt und was man lernt oder dass man sich mit seinen Leuten irgendwie wirklich gut aufteilt, ne? Die einen lernen das, die anderen das, damit man sich da immer gut unterstützt. Das, ja. So, wo habe ich diese Wächterteile gelagert? Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Aber du kannst trotzdem alles bauen. Wie ist das denn möglich? Oh Mann, ich habe irgendwo so Golem-Teile gehabt. Wo habe ich die denn jetzt gelassen? Das ist jetzt ja nicht wahr. Ich habe die extra irgendwo hingepackt, wo ich dachte, ach ja, da kann ich mir das gut merken. Indem man Machtfragmente farmt. Da. Okay.
Okay, aber das ist ein Torso und da ist noch ein Kopf. Mir fehlen also auf jeden Fall noch Arme und Beine. Und hier ist noch ein Sprengwächterkopf. Und hier habe ich meinen Zauberstab. So, dann nehmen wir den mal mit. Ich muss unbedingt. Wo war's? Hä? Da. Graulotus haben. Okay, die isst man und dann sind Machtfragmente diese hier. Oh, warte mal, Moment. Ich muss nochmal eben hier runterlaufen. Zack. Da. Diese, ne? Ich hab das hier drinnen, ne? Und ich weiß nicht mehr, wo ich das mal herbekommen habe. Na gut, dann brauche ich die jetzt ja hier nicht futtern. So, das können wir schon mal mitnehmen. Mal meine Begleiter leer räumen. Ja, dauert Blutkristalle. Ganz wichtig. Wichtiges Material. Müssen wir uns merken. Ah ja, hier haben wir noch einen Wächter. Ich hatte meinem Pferd gar nichts zu futtern gegeben. Und es hat überlebt. Ich alles nehmen. Mach's doch nicht so kompliziert, Frau. So, sind wir wieder überladen. Überladen sein können wir. Lalalalalalala. Münzen, Münzen, Münzen. Ich bin reich. Es dauert auch so teilweise trotzdem immer noch einiges sehr lange. Aber ja gut, das gehört halt auch ein bisschen zu so einem Spiel dazu, ne? Von daher alles gut. Ich glaube, diese Beutel brauche ich gleich fürs Zaubern, ne? Die nehme ich mal lieber mit. Es ist einfach alles nur Chaos hier. Wir ignorieren das und machen einfach nur Platz. Ich glaube, so ein richtiger Ordnungsmonk, ne? Der dürfte meine Kisten hier auch nicht sehen. Er würde eine richtige Lebenskrise bekommen. Oder möchte mich dann schlagen. Ich finde, vom Leveln und Punkte erhalten ist es gut. Zu einfach ist auch nicht so gut. Sonst kannst du im Admin zocken. Das habe ich auch schon bei ein, zwei Streamern gesehen. Ich glaube, du hast 1000 Punkte zusammengefuttert. Uff. Das ist aber ordentlich. Wie viele Punkte gibt ein so ein Fragment? Ein? 1000 Fragmente gegessen? Liegen bestimmt schwer im Magen. Ja, aber es ist möglich, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. 10 Punkte pro. Ah, okay. So, jetzt, packen wir das da rein. Und guck mal, wir haben jetzt halt nur Köpfe und Torsos. Das ist blöd. Und ich kann das auch nicht so da rein tun zum Lagern. Das heißt, wir brauchen eine Kiste. Kann ich das wieder rausnehmen? Ja. Wir brauchen eine Kiste. Wir können das hier reinpacken. Ich glaube, die packe ich auch erstmal da rein. Blutkristalle, dann sind die da safe. Ja, da komme ich jetzt nicht weiter. Es fehlen Teile. So, wir wollen jetzt erstmal die Kompetenz hier nochmal steigern, damit wir auch bald ein ordentliches Lasttier sind. Guck mal, fehlt ja nicht mehr viel. 2 oder 3 Punkte? Was haben wir? Ja, 2 noch. 20 ist, glaube ich, Max. Ja. 2 Pünktchen. Wissen können wir auch noch mal ein bisschen lernen. Ich habe ja wieder 57 Punkte.
Ja, andere Teile wären nicht schlecht, aber ich glaube, das verschieben wir auf einen anderen Abend. Ich müsste nämlich jetzt auch gleich langsam zum Schluss kommen. Ich werde jetzt hier noch meine Pünktchen verteilen. Ach, guck mal. Ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Hier gibt's, nee, das sind Beschichtungen. Gestalter. Ein aus einem seltsamen leichten Stein gehauener und gemeißelter Kopf. Moment, ich glaube, wir haben's vielleicht gerade gefunden. Guck mal, jetzt habe ich das gelernt. Und wenn ich jetzt an den Tisch gehe, kann ich. Guckt euch das an. Natürlich braucht man Blutkristalle. War schon mal gar nicht verkehrt. Eisenverstärkung, gehärteter Stein, Stein. Oh, wollen wir uns so einen Steinwächter bauen noch? Okay, wir brauchen Steine, gehärtete Steine. Das habe ich alles da. Leute, wir machen noch einen Golem. Wir machen noch einen Golem. So viel zum Thema. Eigentlich muss ich jetzt zum Ende kommen. Verdammt. Ist man einmal drin, ne? Ist man einmal drin. So, Steine. Wo habe ich denn gehärtete Steine, bitte? Irgendwo. Das sind schon mal die. Gehärteter Stein. Warte mal, das war in diesem Alchemie Kessel Bumsens, Dingsens nicht. Hier kann man sie bauen. Ach, jetzt nicht, ich habe keine mehr davon. Das wäre jetzt total doof. Doch, da. In einem sortierten Haushalt findet man noch alles. Dirk44, vielen lieben Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist. Aber dann noch den Waffenarm freischalten. Keine Räume, Waffenarm. Okay, das machen wir gleich noch. Moment, wir schmeißen das da rein. Dann noch den Waffenarm. Genau, da war nämlich noch was. Kann ich den dann verschiedene Waffen aussuchen? Moment, Moment, Moment. Beschichtung. Okay, das ist der. Ah ja, guck mal. Schwertarm, Axtarm, Keulenarm, Sensenarm. Nicht Raumarm. Okay, wir haben jetzt einen Arm. Sprengvasenkopf. Oh, ich muss das alles lernen. Habe ich gerade genug Punkte? Ich glaube schon. Einfach mal reingeklatscht hier. So, jetzt sind wir totale Wächterkonstrukteure. Und jetzt an die Werkbank. Guckt euch das an. Schwefelbein. Oh, wie aufregend. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst machen soll. Ich bin nervös. Guck mal, ein Torso haben wir ja schon. Den brauche ich also eigentlich nicht bauen. Dann einen Kopf habe ich auch. Lass uns mal kurz. Kopf, Kopf. Das heißt, wir brauchen Beine. Leerer Arm. Axtarm. Oh Gott, was mache ich denn? Wollen wir erstmal hier ein Schwert machen? Oh, dann brauchen wir sogar ein Schwert. Doppelschwert aus Eisen. Zweihand-Großaxt. Wir müssen erstmal leere bauen. Zwei Arme sind wohl nicht verkehrt für den Anfang. Genauso wie zwei Beine. So, dann brauchen wir nur noch eine Waffe. Kristallwächter. Wie aufregend. Okay, warte, wir brauchen noch eine Waffe. Kann ich denen auch legendäre Waffen geben? Ich hoffe, ich kann die jetzt auch bauen. Ich habe nämlich immer diese ganzen Kurzschwert. Ich muss doch irgendwo. Nein, nur die, wo angezeigt werden. Okay, das war also ein Eisenbreitschwert. Muss ich doch irgendwo haben. Guck mal, hier habe ich doch so eine Waffenkiste. Langschwert. Oh, habe ich natürlich nicht, ne? Eisenkriegsaxt. Eine brutale Eisenaxt mit einer Doppelklinge. Wie gehen wird, testen wir. Habe ich so wenig Waffen nur? Ist ja unglaublich. Ich habe die alle mal Schrott gemacht, glaube ich. Alle mal hier demontiert, weil ich dachte, ich brauche das nicht.
Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir einen Wächter haben. Aber es wird. Dann gibt es jetzt hier einen Axtigen. Kriegshammer, nein. Zweihand-Großaxt. Nein, das ist alles das Falsche. Doppelschwert aus Eisen. Kann ich das nicht bauen? Das ist ja peinlich. Doppelschwert aus Eisen. Doppel. Kann ich tatsächlich nicht bauen. Ich habe nie das Eisen-Doppelschwert gelernt. Unfassbar. Ist man schon Level 90? Spielt mit Stahl und hat das nie gebaut. Jetzt aber. Jetzt bauen wir ein Schwert. Wo denn? Da. Herstellen. Alles für den Golem. Alles für den Club. Wupp, wupp, wupp. Guck mal, da wäre eins gewesen. Aber aus Stahl. Wir brauchen ja das aus Eisen, ne? Die sind da ganz genau, die Golems. Und mein Pferd mir die ganze Zeit noch hinterherläuft. Achso, guck mal, hier ist übrigens Karl. Und da ist deine Freya. Die steht hier. Wohlbehütet auf meinem Hof rum. Seit Wochen. Sie lebt. Ich habe ihr nichts getan. Sie steht hier. Okay, Doppelschwert. Hinein. Machen wir einen Arm. Level 60 mit Obsidian. Ja, ich muss eigentlich wirklich jetzt mal langsam Richtung Eisgebiet kommen, weil wegen Eis und so, ne? Okay, wir haben den Arm. Den Arm. Zwei Beine, Kopf, Torso. Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Let's look. Auf zum Tisch. Arm, Bein, Bein, Kopf. Arm, Torso. Erntet selbstständig Getreide. Gesundheit 9000, Rüstung, Inventargröße 5, 36 Schaden. Er erntet selbstständig Getreide? Was nützt mir, dass das der Getreide sammelt? Aber egal. Kann ich das jetzt machen? Animiere den Wächter, verbinde seine Komponenten und hauche ihm Leben ein. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1... Magic. Oh, ich drehe ein Rad. Ich dachte, ich drehe da jetzt an dem Rad. Ich bin verderbt. Oh Gott. Das Pferd. Guck gleich. Golem! Ich wollte schon immer einen Steinfreund haben. Ich hasse Menschen, ich liebe Steine. Conan macht's möglich. Guckt es euch an. Wie cool ist das denn bitte? Und er läuft jetzt mit mir mit, obwohl ich schon drei Begleiter habe. Oh! Hat er ein Inventar? Offensichtlich nicht. Kann ich ihm einen Namen geben? Werte. Nee, aber der kann leveln. Kann der leveln? Oh Gott, ich bin total gehypt. Verhalten. Taktik. Aktivität. Emote. Er kann mich verführen. Nicht. Das wäre jetzt auch witzig gewesen. Wenn einen Hammer nimmst, hat man noch andere Optionen. Nein, er bewacht. Du musst ihn anscheinend als Begleiter mitnehmen, denke. Ah, okay, okay. Wenn ich ihn unterschiedliche Waffen... Ja, krass. Band brechen. Nein, niemals. Du wirst immer mir gehören. So, komm mal mit. Komm mal mit. Guck mal, ob du mit mir kämpfst. Das müssen wir jetzt nochmal austesten. Er kommt nicht mit. Golem, warte, du sollst mir doch folgen. Ach so, er bewacht. Ja, nee, das ist... Folge mir. Jetzt folgt der Lindsay mir aber nicht mehr. Okay. Also zählt er quasi zu den zwei normalen Begleitern. Guck mal, wie er läuft. Pferd. Pferd, du bist gerade nervig. Geh mal in die Ecke spielen. So, danke. So, komm, kleiner Golem, komm.
Janos ist nicht da, ne? Wo haben wir eigentlich Janos gelassen? Ach, da. Janos, du kannst dich auch mal hier hinstellen. So. Es ist jetzt nur Golem und ich. Das ist was ganz, ganz Intimes. Der erste Kampf, den müssen wir zu zweit bestreiten. Komm. Oh, der hat so einen schönen roten Kristall. Ich möchte mich an sein Kristall schmiegen. Kuschel, kuschel, kuschel. Oh Mann. Oh, ich liebe Steine. So, komm, hier. Ich habe einmal angehauen. Jetzt mach du. Mach. Los. Zeig, was du kannst. Guck mal, der wollte mich beißen. Ja, er schlägt zu. Golem in Action. Oh, habt ihr das gesehen? Der hat nicht mal Schaden genommen. Wie cool. Levelt der jetzt? Nö. Da passiert nichts. Okay. Er ist halt so, wie er ist. So, komm, wir müssen noch ein Krokodil machen. Aber ich habe jetzt gar keine mega coole Errungenschaft oder so bekommen. Bin enttäuscht. Weil ich meine Reiseschritte weggemacht habe, wahrscheinlich. Bergsteiger? Nö. Kann man hier nichts? Gibt's wohl nicht. Ja, sehr schön. Wir haben einen Golem. Es hat jetzt ein Bewacher-Golem, aber er kann Getreide sammeln. Wie schicke ich ihn Getreide sammeln? Ist ja jetzt auch nochmal spannend. Und Dalinsia, wieso stehst du jetzt hier? Ach, sie kundschaftet. Nee, komm. Nee, warte mal. So. Stell dich hier hin. Bleibe hier stehen. Zu weit weg. Ernsthaft? Ach, dann komm alleine nach Hause. So, da. Ja, cool. Wo stelle ich den jetzt hin? Der muss in Sicherheit bleiben. Ich stelle ihn oben aufs Dach. Hoffentlich hält mein Dach den Steingolem aus. Komm. Kommt er rein? Oh. Ich möchte gleich noch einen bauen. Dann nehmen wir den Hammer. Verderbnis lässt auch nach. Sehr schön. So, Golem. Nicht mehr folgen. Wache halten. Guck mal, du darfst dich hier unter das stellen, aber du willst dich da nicht hinstellen. Warum? Dann stell dich davor. Oh, wie cool der aussieht. Und guckt euch sein süßes Gesicht an. Jetzt setzt er sich hin und jetzt verführt er mich. Ich habe ihm das Verführ-Emote gegeben. Er verführt mich, dieser Golem. Er ist der. Wie er die Knie aneinander reibt. Gleich gibt's Funken hier. Funkenflug. Ist nicht wahr. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss Schluss machen, Leute. Dieser Golem macht mich fertig. Wie cool. Gleich brennt die Hütte. Unfassbar. Aber ich habe noch so. Da war doch noch so ein anderer, den ich bauen konnte. Was war das denn? Gott, die Blutkristalle, ich sehe sie schon schwinden. Eisenwächter, Schwefelbein. Da war doch noch hier Kristallwächter, genau. Dafür brauchen wir Schwefel und halt so ein Bein. Aber das kann ich offensichtlich nicht bauen. Warum? Weiß man nicht. Kristallwächter Torso. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Steinwächter Teertorso. Baue ich aus Steinwächter Torso und Teer. Den Steinwächter Torso kann ich so bauen. Ich habe ja noch einen. Jetzt hier Teer reinklatsche. Aber wo kriege ich diesen Kristallwächter? Nur den reinen Kristallwächter Torso her. Das habe ich nicht verstanden. Du hast Kristallteile auch nur gefunden bisher. Guck mal, Eisenwächterkopf habe ich ja.
Kann man die Sachen erst dann bauen, wenn man die gefunden hat? Weil das sind ja jetzt. Nee, der Radium ist hier nicht drin. Ich habe jetzt zum Beispiel auch den Radiumkopf. Radium-Edelsteinaugen erzeugen Licht. Eisenstrahlend. Wahnsinn. Da kann man ja richtig viel. Guck mal, eine Eisensichel. Eisensichel. Eiserner Kriegshammer. Und eiserne Zweihand-Großaxt. Das muss ich nochmal haben hier. Holen wir nochmal schnell die Eisenwaffen. Das holen wir nochmal. So. Kann ich, glaube ich, nicht bauen, ne? Eisensichel. Die brauchten wir einmal. Fertig. Und dann muss ich wahrscheinlich das Wissen noch erlernen, weil habe ich wieder nicht. Das war einmal. Was ist denn die Axt? Eiserne Axt? Nee, die sah anders aus. Das war diese. Was muss die sein? Nein, die war's. Zweihand-Großaxt und dieser Hammer. Haben wir damit alles? I think so. Ich bin nicht sicher. So, jetzt haben wir die. Wie oft ich so sage gerade. Oh Gott, ich bin so unfassbar aufgeregt aufgrund dieses Golems. Hat mir jetzt den Abend gerettet, ich sage es euch. Das ist echt eine schöne Sache. Da. Und da. Wollen wir mal schauen, ob wir da noch zwei. 3, 4, 80 Golems bauen können. Ah, und meine Puppen. Ich hab. Oh Gott. Es ist so viel auf einmal. Okay, die Puppen sind jetzt hinten angestellt. So, wir machen jetzt schon mal den Arm. Ach, guck mal. Achso, Keulenarm. Und Sichelarm. So, dann brauchen wir natürlich noch drei weitere Arme. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir noch Beine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Habe ich jetzt sechs? Ich habe keinen Platz mehr hier gleich. Wir hätten nur fünf gemacht, ne? Eins, zwei, drei. Ja, Kacke. Aber ich glaube, ich habe auch keinen Platz mehr. Aha. Ich habe zu viele. So, wir haben noch ein Torso. Wollen wir den mal mit Teer belagern? Oder mit Schwefel? Das ist jetzt halt die Frage. So ein Schwefeltypi stinkt bestimmt voll. Aber Teer riecht auch nicht unbedingt besser. Wahrscheinlich beides nicht so nette Gefährten hier. Das sind dann so Abschreckgolems. Komm, wir nehmen mal jetzt Teer, weil das habe ich hier gerade. Dann kommt Schwefel, nehmen wir auch mit. Oh nein, das passt nicht rein. Ah! Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist so kompliziert. Viel zu kompliziert. Jetzt passt das da nicht rein. Pass auf. Tüdüm. Kein Platz. Nicht genug Platz im Inventar. Mi, 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 mi. Dann nehmen wir die Waffe raus. Dann. Ich habe nur noch fünf Kristalle. Oh, das wird schon nichts mehr. Das wird schon nichts mehr. Ich habe nicht gut nachgedacht. Ich einfach schon wieder was mache. Also, wir haben hier einen Torso, den wollten wir jetzt zu Teer machen. Das geht ohne Kristalle, das ist schon mal schön. Dann. Ihr habt den Materialverbrauch ja. Genau, wir haben verringert Materialverbrauch und ich glaube, wir haben auch eine, wenn wir looten und ernten, dass wir halt mehr bekommen, ne? Das haben wir nochmal erhöht. Was fehlt mir denn jetzt noch? Kann ich die auch bunt mischen? Wir gucken mal einfach. Guck mal, ich habe doch hier einen Kopf. Dann habe ich ein Torso. Dann habe ich hier. Guck mal, die Beine können wir auch nochmal beteeren. Eins. Zwei. Oh, hier ist noch eins ungedingselt. So, jetzt haben wir schon mal drei Teile. Ja, das probiere ich gleich mal aus. Das ist sehr. Sehr interessant. So, Kopf.
Arme. Axtarm. Und den kann ich jetzt ja auch gar nicht beschwefeln. Der muss so sein. Dann beteeren wir den. Beteeren. Wie der Golem, der mich betört. Oh Gott, das wird immer besser. Kann ich den hier nicht, Nö. Es gibt offensichtlich keine Teerarme. Dann wird das bestimmt so sein, dass man die auch mischen kann. Wir versuchen es. Es gibt ein Torso, es gibt zwei Teerbeine, es gibt zwei Arme und der kriegt diesmal diesen Kopf. Ganz bunt gemischt. Ja, wir können es herstellen. Oh, man kann die ganz bunt mischen, wie schön. Oh nein, wir haben nachher so unglaublich viele verschiedene Golems. Wie geil. Ich möchte auch so mit den Armen wedeln und Steine zum Leben bringen. Oh, und wieder absolut verderbt. So, wie sieht er jetzt aus, wenn er... Oh, guckt euch den Kopf an. Ih, der macht Flecken auf dem Boden. Ach so, ich kann vor dem Herstellen lesen. Ja, da war ich jetzt zu schnell. Aber das kann ich jetzt immer noch lesen, bestimmt. Werte. Oh, oder auch nicht. Ich kann es nicht mehr nachträglich lesen, wie doof. Warum mache ich sowas? Aber wie gut, dass ich das jetzt aufgenommen habe. Ich kann es mir nochmal durchlesen. Hahaha. Was kann der jetzt? Hast du es gelesen? Ich habe es nicht gelesen. Auf jeden Fall hat er schon mal mehr Leben als der andere. Kacke, ich habe es nicht gelesen. Ich war zu schnell. Kein Mensch gesehen, ne? Holzfäller. Oh, sehr gut. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Aber wie schicke ich ihn jetzt Holz fällen? Muss ich das vormachen und dann macht er das auch? Also er folgt mir jetzt. Muss ich jetzt hier auch mal so vormachen? Okay, er macht nix. Verhalten. Aktivität. Nichts angreifen. Nö, das sind ja ganz normal die Sachen, die wir. Upala, Taktik. Warte, 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 was? Drücke E und packe ein Holz unten in sein Inventar. Ach, da! Guck mal, und hier kann ich jetzt auch noch mal sehen, was er hat. Okay, sehr gut. Wächtermontage. Inventargröße 5, 44 Schaden, Rüstung, Teerbeschichtung. Erzeugt im Kampf brennbare Teergruben. Erntet Holz, erntet selbstständig Bäume. Okay, jetzt packen wir da Holz rein. Der Golem sucht und erntet diese Ressourcen. Oh! Oh! Und wo packt er die hin, wenn er fertig ist? Muss ich ihn aus, also muss ich ihn leer räumen? Yo. Mega. Und das war's? Du hast jetzt diesen einen Baum gemacht und das war's? Und er teert den Boden nebenher. Ja. Oh Gott. So eine kleine Südelsau. Ja, jetzt folgt er mir halt, ne? Aber gut. Warte, jetzt muss ich mir den anderen nochmal angucken. Da habe ich ja auch noch kein E gedrückt. Oh Mann, dass ich auch immer dann gleich, wenn ich so aufgeregt bin, ne? Und dann das so schnell machen will, dann gucke ich auch nicht mehr richtig und handle einfach immer viel zu schnell. Verdammt. Oh hier, er verführt. Er verführt hier immer noch alle. Guckt ihn euch an. Er ist so hot. Hier, du hast jetzt hier. Ihr könnt hier ein kleines Stell dich ein. Ich lasse euch auch gleich alleine. Keine Sorge. Komm, du darfst dich dazu gesellen. Der läuft hier schon aus, weil der andere ihn so. Ja, wir lassen das. Wir lassen das. Ich kann ihn hier nicht hinstellen, da.
Genau, haltet mal lieber ein bisschen Abstand voneinander. Ist nicht, dass das hier wirklich gleich noch Funkenflug gibt, wenn er seine Steinbeine hier so weiter reibt. Ernten Kadaver. Erntet selbstständig Getreide. Ja, guck mal, der hat nicht so viel Leben. Okay. Ja, äußerst interessant, dieses ganze Golem-System. Auf jeden Fall. Ich wollte ja gefühlt schon vor einer halben Stunde eigentlich jetzt hier Schluss machen, aber das war ja jetzt ja so toll. Also, jetzt aber wirklich. Mutti muss los. Also, euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart, für die Tipps und Tricks. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.